Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Wir stehen hier vor der kaiserlichen Arena und wollen uns heute dann mal da umsehen und ein wenig, ja, herumprügeln. Aus diesem Grund haben meine Männer euch zu mir gebracht. Ich wollte das persönlich klären. Aber ich... Versucht gar nicht erst, die Sache schön zu reden. Diesen Kampf hättet ihr gewinnen müssen, Tang. Und ihr habt euch aufgeführt, als wärt ihr plötzlich erblindet. Hat euch das Glitzern des Silbers die Sicht genommen? Ko, ehrlich, ich... Also der Kerl hat wohl einen harten Schlag am Leib. Wünscht ihr etwas, Glückhaftiger? Ja, ich wünsche euch, unter vier Augen zu sprechen. Es scheint, der Krieger Zhang will sich zurückziehen. Ich bin fertig mit dem Laden hier. Wenn ihr gekommen seid, um zu kämpfen, dann tut, was die euch sagen. Was ist passiert? Habt ihr das denn nicht gesehen? Man hat mich hier soeben in den Ruhestand geschickt. Mein Platz hier gehört jetzt wohl euch. Geht und sucht Kui den Werber, wenn ihr glaubt, mich ersetzen zu können. Er ist immer oben. Im dritten Raum oder so. An frischem Blut hat er jederzeit Interesse. Ich nehme, was mir von meinen Preisgeldern noch bleibt und gehe. Ja, also das ist doch ein schöner Auftakt in der Arena. Ein Gast, ein Buchmacher, vielleicht kann man mit dem reden. Ihr? Und was wollt ihr hier, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa wetten, oder? Gewettet wird nur bei einem Kampf. Bin ich etwa umgeben von Hunderten von Irren, die wie wild durcheinander brüllen? Nein? Nun, dann wird wohl gerade kein Kampf sein. Mhm. Wie funktioniert das mit dem Wetten? Im Augenblick überhaupt nicht. Kein Kampf, keine Wetten. Nicht schwer zu kapieren, oder? Und fragt mich ja nicht, wie es funktioniert, wenn ein Kampf ist. Bin ich euer Lehrmeister oder was? Ihr seht eigentlich ganz proper aus. Ihr solltet lieber kämpfen, statt hier Maulaffen feil zu halten. Wenn ihr Interesse habt, dann geht zu Kui dem Werber. Den findet ihr in einem der Räume oben. Wann gibt es denn einen Kampf, auf den man wetten kann? Wenn Kui der Werber sich dazu bequemt, einen anzusetzen. Also geht und kaut dem ein Ohr ab, wenn ihr es jetzt gleich wissen wollt. Der wird natürlich bloß einen Blick auf euch werfen und sagen, oh... Ein neuer Fisch, den ich in den Ring werfen kann. Gibt gutes Geld, wenn ihr für ihn kämpft. Aber das ist eure Sache und geht mich nichts an. Wenn ihr zu Kui wollt, den findet ihr meist oben im Aufenthaltsraum der Kämpfer. Gleich nach dem Raum, wo die Edelleute sich in ihrer Verkommenheit suhlen. Na dann lasse ich euch mal weiter hier rumstehen. Ja, tut das. Vor den Kämpfen brauche ich Ruhe. Und zwar so viel davon, wie ich kriegen kann, damit ich nicht verrückt werde, wenn der Ansturm losgeht. Ja, gut. Gast, das scheint wieder eine Person zu sein. Ja, donnernder Tauran, dann wollen wir uns erstmal den Schriftrollenständer angucken. Kaiserliche Meisterkämpfer, ja, wer es lesen will, bitte einmal... Ach, rasender Ochse? Das ist doch... Ah, ja, das... Ich weiß nicht, ob der erwähnt wurde, aber der Name kam mir bekannt vor. Vielleicht wird er im Spiel noch weiterhin erwähnt. Reden wir erstmal mit dem donnernden Tauran. Herzlich willkommen. Immer schön, ein neues Gesicht hier zu sehen. Wenn ihr etwas Silber ausgeben wollt, helfe ich euch gern dabei. Man nennt mich donnernder Tauran. Und ihr seid im Augenblick meine ehrenwerteste Kundin. Ihr habt also meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Habt ihr irgendetwas, das mich interessieren könnte? Ihr seht mir aus wie eine Kriegerin. Ihr sucht sicher nicht den üblichen Kram für gewöhnliche Kunden. Erzählt mir etwas von der Arena. Da solltet ihr mit Kui, dem Werber, sprechen.
Er weiß alles, was man über diesen Ort wissen kann. Das Übliche also. Vielleicht sucht er ja noch Kämpfer, um seine Liste zu füllen. Das könnte eure Chance sein. Wenn ihr interessiert seid, ihr findet ihn meist in seiner Schreibstube. Sie befindet sich oben, nach hinten raus. Ich brauche im Moment nichts weiter. Der scheint uns ja nichts verkaufen zu können. Schaut mal wieder vorbei. Wir bekommen in Kürze Verwüsterkapüzchen für die lieben Kleinen herein. Ihr wollt gewiss gleich zwei davon. Oder auch nicht. Ein Stiebecken brauchen wir gerade nicht. Ein Wächter? Sobald meine Schicht zu Ende ist, gehe ich erstmal einen trinken. Gut, dann schauen wir uns oben in der Arena mal um. Nee. Fokusschrein. Okay, das ist dann wohl Lao, der Lustvolle. Oh Gott. Keine Frau kann den lockenden Blicken Laos des Lustvollen widerstehen. Ich kann euch in 7 verschiedenen Dialekten guten Morgen wünschen. Welchen möchtet ihr morgen früh hören? Was für ein ekelhafter Typ. Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen stellen zu können. Ich sehe die eigentliche Frage in euren wunderschönen Augen tanzen. Ja, ich kann eine 2-sitzige Rikscha anheben, ohne meine Hände zu benutzen. Darf ich es euch zeigen? Seid ihr immer so widerlich? Das werdet ihr wohl nur herausfinden, wenn ihr eine astronomische Anzahl von Abenden mit mir verbringt, nicht wahr? Ich werde zunächst eure Fragen beantworten und dann könnt ihr mir bei meinen anstrengenden Studien der Anatomie behilflich sein. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Ach, wie fade. Lasst mich euch lieber dies fragen. Kennt ihr die 14 entscheidenden Unterschiede zwischen einer Schale voll dampfendem süßen Reis und einer Nacht voll glühender Leidenschaft? Tja, also... Ihr wisst es nicht? Wie reizend. Lao, der Lustvolle, lädt euch untertänigst auf ein Schälchen Reis in eins der verschwiegenen Gemächer dort hinten ein, wann immer euch der Sinn danach steht. Ihr seid es sicher gewohnt, allein zu speisen. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Nicht ganz. Ich pflege viel öfter zu mehreren zu speisen. Doch wir sollten langsam beginnen, um eure Konstitution zu schonen, denke ich. Wenn ich es mir recht überlege, will ich eigentlich gar nichts von euch wissen. Wie schade. Dabei lernen wir uns doch gerade erst richtig kennen. Zum besten Teil waren wir ja noch gar nicht gekommen. Aber ich will nicht tiefer in euch dringen. Vielleicht ja das nächste Mal, wenn ihr Glück habt. Der Kerl ist ja absolut ekelerregend. Was haben wir sonst noch? Wächter, Gastwirt und den Servierdamen. Reden wir mal mit der. Ja, so viel zu tun. Zu dieser Jahreszeit geht es hier in der Schenke zum Herz des Kaiserreichs zu wie in einem Bienenstock. Na gut, dann eben mit dem. Ist mir immer ein Vergnügen, eine so feine junge Dame begrüßen zu dürfen. Recht still hier in letzter Zeit. Was? Aber jetzt ist es doch voll hier. Oh ja, war mir gar nicht aufgefallen. Aber ihr seid Gast hier, also habt ihr gewiss recht. Aber schaut euch doch mal um. Es ist doch gerammelt voll hier. Ihr meint, ich versuche mir über Kleinigkeiten nicht den Kopf zu zerbrechen. Was darf's denn sein? Was habt ihr denn zu trinken? Moment mal, ihr gehört doch zu dem Herrn da drüben, richtig? Ein Riesenkerl, riecht etwas streng. Der Schwarze, irgendwas. Ja, er erwähnte euch. Ich fürchte, er hat schon euch anschreiben lassen. Kommt öfter hier rein, als ich das Stundenglas drehe. Ich kann den Kredit auch ich kann den Kredit nicht auch noch auf euch ausdehnen, dann dieses auch. Ich kann den Kredit nicht auch noch auf euch ausdehnen. Soll das heißen, ich bekomme nichts zu trinken, weil jemand anderes bereits für mich trinkt? So ist es. Ich kann nicht dulden, dass 2 Gäste auf einen Namen anschreiben lassen. Das bringt meine Bücher völlig durcheinander. Das Ministerium für Harmonie macht mir die Schenke auf der Stelle dicht.
Ich bin sicher, ihr versteht schon. Und selbst wenn nicht, kann ich wenig daran ändern. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Im Augenblick nicht. Sollte sich das jemals ändern, wisst ihr ja, wo ich bin. Der schwarze Wirbelwind ist also hier drin. Gast. Ah, Sibau ist ein Name. Gast. Spieler und Daoshen, der Spieler. Reden wir erstmal mit Sibau. Das ist mein Stuhl. Sucht euch gefälligst einen eigenen. Okay, aber schauen wir uns erstmal hier um. Hier scheint noch was zu sein, ehe wir das vergessen und nachher übersehen. Ach, hier ist das Fass. So. Wir einfach mal alles einfach mitnehmen. Oberster Koch, ein Koch, ein Schriftrollenständer. Kannibalen Kochbuch Band 1. Das ist doch jetzt ein bisschen... Ja, gut. Sagt der Koch was? Ein Löffelchen hiervon, eine Messerspitze davon. Ich brauche eine Prise irgendwas. Weg da! Ach, mir doch gleich, ob ihr euch verbrennt. Okay, dann reden wir mal mit dem Spieler. Dieses Spiel ist das einzige in der Stadt, bei dem es ehrlich zugeht. Okay. Kommt doch mal herüber und versucht euer Glück. Dem Klappern von den Würfeln kann man doch kaum widerstehen, findet ihr nicht auch? Ich bin übrigens Daoshen, der Spieler. Mein Würfelspiel ist das ehrlichste in der ganzen Kaiserstadt. Ich würde meine Kinder doch nicht von schmutzigem Silber ernähren, oder? Ja, aber wer isst auch schon Silber? Gute Gewinnchancen und faires Spiel, das ist es, was die Leute immer wieder zu mir führt. Was für ein Spiel bietet ihr denn an? Ein einfaches Würfelspiel. Ihr sagt voraus, ob euer Wurf höher oder niedriger ausfällt als meiner und wenn ihr recht habt, verdoppelt sich euer Einsatz. Ihr werdet es bestimmt schnell heraushaben. Erklärt mir bitte die Regeln. Die Regeln sind leichter zu durchschauen als die Motive eines verliebten Jünglings, der kitschige Gedichte auswendig lernt. Ihr wettet einfach hoch oder niedrig. Dann wird gewürfelt. Erst ich und dann ihr. Habt ihr auf hoch gewettet und würfelt höher als ich, verdoppelt sich euer Einsatz. Habt ihr auf niedrig gesetzt und würfelt niedriger als ich, habt ihr ebenfalls gewonnen. Würfeln wir beide gleich hoch, gewinnt die Bank. Also doch kein hundertprozentig faires Spiel, aber das ist eben klassisch. Der muss ja auch irgendwo durch eine Sicherheit haben, dass er Gewinn macht. Wie sind die Einsätze bei euch? Ich kann Wetteinsätze in Höhe von 1 und 5 Silbermünzen annehmen. Nichts Besonderes, ich weiß. Aber Daoshen, der Spieler, hält sich an die Regeln. Was sind die Regeln, die euch davon abhalten, höhere Einsätze anzunehmen? Die Art Regeln, die man nur ignoriert, wenn man seine Arme nicht mehr braucht. Ich könnte sie vermutlich umgehen, wenn ich jemanden wüsste, der Zugang zu dem Raum hinter Quis Schreibstube hat. Ich glaube, sie lassen nur Leute dort hinein, die zur Arena gehören, Kämpfer der höheren Klassen. Also müssen wir wohl ein Kämpfer der höheren Klasse werden. Das wäre im Augenblick genug. Ich sollte gehen. Gebt gut Acht auf euch und macht bald wieder einmal mit beim besten Spiel der Stadt. Wir werden es überlegen, ne? Noch einmal kurz in dem Raum schauen. Zuschauer, Wächter. Sanfte Brise, klingt ja interessant. Noch ein Zuschauer. Fangswache. Hey, tretet gefälligst zurück da. Richter Fang kann's nicht leiden, wenn ihm jemand die Sicht verstellt. Nicht mal, wenn's ein so hübsches Ding ist wie ihr. Dann verpasst er am Ende noch, wie jemandem die Nase gebrochen wird. Oder ein Bein. Oder sogar der Schädel. Gerade hat er gesagt, dass schon seit über einer Woche niemandem mehr anständig der Schädel eingeschlagen wurde. Hat richtig schlechte Laune deswegen. Klingt, als sei er ziemlich krank und verdreht. Krank und verdreht würde ich ihn nicht nennen. Das wäre eine Beleidigung für alle kranken und verdrehten Menschen. Fang ist eine Klasse für sich. Ich habe die ganzen Geschichten nie geglaubt, aber jetzt arbeite ich für ihn. Und ich muss ehrlich sagen, er ist der degenerierteste, perverseste Mann im ganzen Kaiserreich. Aber er zahlt gut, sehr gut. So gut, dass wir so tun, als merken wir nichts davon, obwohl mir Brise manchmal leid tut. Brise? Wer ist das? Sanfte Brise. Sie ist Fangs, Konkubine. Sie ist drüben in dem anderen Raum beim einfachen Volk. Fang lässt sich in der Öffentlichkeit nicht mit ihr sehen. Wenn sie allein sind, kann er allerdings gar nicht genug von ihr kriegen, was die alles für ihn tun muss.
Kann ich Richter Fang sprechen? Nicht ohne vorherige Anmeldung. Und diesen Monat werdet ihr keine Audienz mehr kriegen. Die Minister aus den Provinzstädten kommen, um ihm Bericht zu erstatten. Wenn er sich nicht mit seinen Ministern trifft, kommt er zur Entspannung hierher. In der Hoffnung, dass in der Arena jemand zu Brei geschlagen oder von den Tieren zerfleischt wird. Genau. Oder er vergnügt sich mit Brise. Armes Mädchen. Alles Silber der Welt kann nicht aufwiegen, was sie mit ihm machen muss. Gut. Und wenn ihr mich mit Richter Fang reden lasst, werde ich euch belohnen. Vergesst es. Ich erspare euch die Einzelheiten, was Fang mit dem letzten Wächter gemacht hat, der Bestechungsgeld nahm. Aber es ging da um Fesseln, ausgehungerte Hunde und Bratensoße auf bestimmten Körperteilen. Uah. Fang hat zugesehen und die ganze Zeit gelacht. Und als es vorbei war, ging er nach oben, um sich mit Brise zu vergnügen. Armes Mädchen. Mit der sollten wir wohl auch reden. Dann werde ich wohl mal gehen. Gute Idee. Kommt nächsten Monat wieder. Vielleicht kriegt ihr da noch eine Audienz bei Fang. Ja, Brise steht ja hier direkt. Daraus wird nichts, meine Beste. Ich halte mich strikt an männliche Kundschaft. Und außerdem stehe ich im Dienst des Richters Fang. Er mag es nicht, wenn ich mir etwas dazu verdiene. Es sei denn, ihr habt spezielle Vorlieben. Dann will er vielleicht zusehen. Richter Fang ist stets auf der Suche nach neuen Perversionen, damit sein kleiner Soldat stramm steht. Wer seid ihr? Mein Name ist Sanfte Brise, aber alle nennen mich nur noch Brise. Ich schätze, man verliert seine Sanftheit, wenn man so viele Nächte mit Richter Fang verbringt. Fang ist mein Gönner, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich tue alles, was ihn glücklich macht. Schmutzige, widerliche Dinge. Aber zahlen tut er wenigstens anständig, der kranke Bastard. Ihr schätzt Fang wohl nicht besonders. Ich hasse ihn. Er ist ein perverses, widerliches Schwein. Er fügt gern Schmerzen zu. Das kann tiefe Narben hinterlassen. An Körper und Seele. Wisst ihr, ich kenne mich aus. Ich weiß, Menschen tun Seltsames und Beunruhigendes hinter verschlossener Tür. Aber nicht solche Dinge wie er. Für Richter Fang ist nichts zu brutal oder zu erniedrigend. Er macht vor gar nichts Halt, auch nicht vor Schmerzen. Ich weiß das nur zu gut. Und warum tut ihr das? Ich habe daran gedacht, aufzuhören, jede Nacht. Aber ich weiß, was mit dem letzten Mädchen passiert ist, das Fang verlassen wollte. Bei ihm steht man nicht einfach auf und geht. Er hält mich für sein Eigentum. Er wird mich nicht einfach gehen lassen. Und er ist reich und mächtig genug, mich zu finden, wo immer ich auch hingehe. Ich bin an Richter Fang gefesselt, bis er meiner überdrüssig wird. Daran lässt sich nichts ändern, so grausam es auch ist. Aber wenigstens zahlt er gut. Erzählt mir mehr über den Richter Fang. Fang ist Oberhaupt des Ministeriums für Harmonie. Er ist oberster Entscheider über Hinrichtungen und Besteuerungen im ganzen Kaiserreich. Er ist also ein enorm reicher und mächtiger Mann. Selbst die Lotus-Assassinen betrachten Richter Fang mit Argwohn. Vermutlich, weil er genauso finster und verdorben ist wie sie. Jedes Gerücht über ihn ist wahr. Er ist der abartigste, verkommenste Schuft der ganzen Stadt. Und ich arbeite für ihn. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Nur zu. Ich kann euch kaum etwas erzählen, das nicht bereits sattsam bekannt wäre. Ja, dann hätte ich alle Fragen schon gestellt. Lebt wohl. Ja, lasst mich jetzt ausruhen. Ich fürchte, es wird wieder eine lange Nacht heute. Ja, ob wir uns um den mal kümmern können, das wäre wahrscheinlich das Beste. Was wohl hinter der Tür ist. Na, ich würde sagen, hier sehen wir uns dann einfach mal nächstes Mal um. Ja. Wir können nämlich jetzt einen Schnitt machen, war heute eine lange Folge. Ja, hoffe ich. Ich hoffe, ihr freut euch drüber, wie wir es gucken. Also dann, ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir ruhig. Ja. Über Kommentare freue ich mich auch immer.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Scarecrow.